Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute zu einem vielleicht bedeutendsten Video, was die Rendite angeht für Ihr Depot. Und dazu haben wir eingeladen den Experten aus Vancouver, Kanada, zugeschaltet. Kai Hoffmann, CEO von Soar Financial, Rohstoffexperte, vor allem im Junior Mining Bereich. Willkommen. Ja, hallo, guten Morgen. Hier ist es noch Vormittag hier, gerade mal 8 Uhr. Ja, danke, dass du so früh zu uns gefunden hast. Ja, die Leute meinen bestimmt, ich mache hier direkt Clickbait am Anfang. Wir sprechen tatsächlich von Werten, die wir ausfindig machen können im Bereich irgendwie Rohstoff Tesla, Gold Apple, Silver Netflix. Ich glaube, das sind so die Dimensionen, über die man sprechen kann. Was ist denn Junior Mining Bereich der Wert, wo du mal so richtig Glück hattest, was so Rendite angeht? Hast du da ein Beispiel? Gerade jetzt die letzten Wochen, ich habe ein paar Placements mitgemacht, gerade im Junior Mining Bereich Glück gehabt, weil der Goldpreis natürlich massiv angezogen ist, das Interesse ist zurückgekommen. Gerade in den letzten Wochen war es möglich, ganz gut Geld zu verdienen. Ich bin jetzt kein großer Trader, ich bin mehr Investor und Hodler, wie man so schön sagt. Ja? Also hier holding on for dear life. Aber ich habe jetzt gerade die Tage eine Aktie gekauft, aus dem Bereich der Aztec Minerals für 5 Cent gekauft. Die Aktie handelt aktuell bei 60 Cent. Wow. Das sind natürlich schon Renditen, die hat man nicht jeden Tag. Also das muss man wirklich dazu sagen, das sind schon Ausnahmen, aber das sind diese Möglichkeiten, die der Junior Mining Bereich halt bietet. Dasselbe wie auch im Biotech oder so. Das sehr ähnlich, sogar sehr vergleichbar mit dem Biotech-Bereich ist der Mining-Bereich, weil Firmen einzelne Studien durchgehen. Das ist ähnlich wie bei der Medizinstudie oder Medikamentstudie, wo man verschiedene Approval-Stadien der FDA durchgehen muss. Und da kann man ähnliche Gewinne erzielen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich habe mich riesig gefreut auf unser Interview. Weil den Deutschen ist, glaube ich, das Thema Rohstoffe noch nicht so bekannt. Wenn man so an Rohstoffe denkt, wir haben ja auch nichts im DAX oder MDAX oder gar nichts. Ne? Also bei Rohstoffen denken die Deutschen ja vielleicht noch an irgendwelche Ölwerte, Shell, BP, vielleicht noch Gazprom so im Hinterkopf. Aber sie haben gar nicht die Bedeutung der Rohstoffe an sich auf dem Schirm. Und auch das, was wir sprechen auch hier gerade in dem Interview auch über die Junior-Werte, also diejenigen, die kleinen Unternehmen, die dann die Entdeckung machen, um den Großen dann die Großen anzufüttern oder selbst zu Großen zu werden. Was denkst du darüber? Ja, das liegt vielleicht auch in der Historie. Deutschland hat keine große Mining-Historie mehr. Wir hatten natürlich Braunkohle, Steinkohle. Im Erzgebirge gab es natürlich Silber, aber da passiert ja schon lange nichts mehr. Es gibt jetzt einen Explorer, die Exelon, glaube ich, die im Erzgebirge wieder nach Silber sucht. Aber Deutschland ist einfach kein Mining-Land. Wir haben einfach die Geologie passt dafür nicht. Dadurch müssen wir uns in andere Länder umgucken. Australien, Kanada, das ist natürlich, oder die USA auch, selbst Südamerika. Es gibt etliche andere Länder, wo es natürlich attraktiver ist. Dadurch fehlt uns die Historie oder auch Bezug. Wenn ich hier unterwegs bin, ich habe mir die Tage eine Kurzreise gebucht im Reisebüro und der sagte mir der Reiseberater, ja, er spielt auch mit Aktien, auch im Junior-Mining-Bereich. Das ist hier eine ganz andere Kultur. Ja. In Deutschland ist das doch noch sehr, sehr fragmentiert. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, ist, dass nur 5% aller Deutschen überhaupt Aktien besitzen. Wenn man das dann weiter kondensiert auf den Junior-Mining-Bereich, kommt man, glaube ich, im Promille-Bereich raus. Ja. Und da jemanden zu finden, mit dem man sich über Goldminenaktien oder Junior-Mining-Aktien insbesondere unterhalten kann, ist natürlich schon sehr rar. Und, ja, ja, du sagst es. Deswegen freuen wir uns auch besonders, dass du zu uns gefunden hast. Mal für die Zuschauer so die Bedeutung. Also die ganz Kleinen, die werden gehandelt, vor allem gehandelt an der Toronto Stock Exchange der Ventures. Weil du bist sozusagen im Zentrum des Geschehens, du bist in Vancouver. Die Börse ist in Toronto, aber die meisten Unternehmen aus dem Mining-Geschäft, die sind, glaube ich, in Vancouver, auch mit der ganzen Infrastruktur drumherum, Rechtsanwälte, Geologen etc. Dazu ein paar Worte. Genau. Vancouver von der Story. Es gab mal die Vancouver Stock Exchange. Ich weiß gar nicht, wann die nach Toronto umgezogen ist, beziehungsweise wann die TSX die übernommen hat. Das war dieser Junior-Bereich. Und dadurch gab es extrem viele Junior-Explorations oder ja, teilweise auch Promotion-Firmen, die hier in Vancouver ansässig waren, weil sie an dieser Börse Zugang zum Kapital hatten. Ich bin jetzt auch gerade in Downtown Vancouver und hier spielt sich quasi alles in einem 4x4-Block-Radius ab. Alle Büros, man findet hier, glaube ich, knapp 800 Firmen in diesem Radius, zumindest adressentechnisch. Im Moment ist es ein bisschen weniger los auf den Straßen. Aber ansonsten konnte man hier im Café, geht mal runter, sich einen Kaffee holen. Man trifft oft ein, zwei Mining-CEOs, Leute, die man aus der Branche kennt, mit denen man sich austauschen kann. Und das gibt es natürlich in Deutschland nicht. Und Vancouver von der Historie her ist einfach dieser Junior-Marktbereich. Toronto hat Kinross, Barrick haben ihre Büros in Toronto. Die sitzen dann eher dort. Aber hier in Vancouver, hier sitzen die Geologen, die Prospektoren, die sich hier dann natürlich dann austauschen und Geld einsammeln.
Ja, dann lass uns mal, ich würde mal sagen, wir gehen mal so die ganzen Sachen durch, auf die man aufpassen muss oder die man beachten sollte bei den Junior Mining-Werten. Erstmal so Junior Mining im Gegensatz zu den Großen. Ne? Also ich glaube, nachdem Warren Buffett Barrick Gold aufgekauft, sich investiert hat in Barrick Gold, wissen zumindest ein paar Deutsche, dass es da diesen großen Goldwert gibt. Die Relation von einer Barrick Gold zu so einem kleinen Junior Mining. Das ist eine Relation, das ist natürlich ganz, ganz kleine Junior Miner. Man kann teilweise Aktien für 2 Millionen Dollar Marktbewertung kaufen. Ja? Eine Barrick Gold, ich hab die gar nicht so auf dem Schirm, die Barrick, die sind mir zu groß, ist mir zu unspannend. Ja? Weil wenn bei denen was passiert, bin ich immer der Letzte, der das mitkriegt. Der Vorteil, den man hier hat, gerade im Junior-Bereich, ist, man ist viel näher an den Management-Teams dran. Ich war früher mal Praktikant bei der Deutschen Telekom und ich erinnere mich noch, dass eine Audienz beim CEO der Deutschen Telekom ähnlich gehandelt wurde wie ein Termin mit Frau Merkel oder mit dem Papst. Ja? Und das ist im Junior-Mining-Bereich anders. Die Firmen sind natürlich deutlich kleiner, man hat keine 250.000 Mitarbeiter, ja, aber man hat direkteren Zugang zu den Firmen am Kapitalmarkt. Das heißt jetzt nicht, dass man Insider-Informationen kriegt, das ist ganz wichtig. Die Firmen größtenteils, zumindest mit denen wir arbeiten, mit denen ich spreche, alles above board, aber man kann sich direkt austauschen. Ich habe viele auf WhatsApp, wenn man mal eine Frage hat, was bedeutet dieses Bohrloch, kann man das direkt Manu a Manu abklären. Mhm. Ja? Man kann das direkt sehen, man trifft sich auf einen Kaffee, ist jetzt wie gesagt ein bisschen langsamer geworden mit den Kaffees. Man kann sich da austauschen, aber das ist das Wichtige im Junior-Mining-Bereich. Das geht auch im Biotech-Bereich oder wenn man im Silicon Valley ist, dann trifft man natürlich die Tech-Investoren, trifft man dann dort im Starbucks oder so. Ja, das ist sehr ähnlich. Diese Vorteile kann man natürlich ausspielen. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, auch für den Privatinvestor, dass er tatsächlich die Möglichkeit hat, eine E-Mail zu schreiben oder sogar zu Hörer zu greifen und so eine Firma anzurufen, so ein Junior-Mining-Unternehmen und die Leute werden auch antworten. Sollten sie nicht antworten, glaube ich, ist das schon ein Hinweis, diese Aktie sollte man vielleicht nicht kaufen. Was denkst du darüber? Ja und nein. Es gibt unterschiedliche Firmen. Manchmal ist die Frage auch das Problem. Und die CEOs natürlich auch bombardiert. Ich habe ja erwähnt, viele Firmen sind 3-4 Mann stark. Gerade im Sommer, wenn es Explorationssaison ist, kann es sein, dass die Antworten mal ein bisschen länger dauern, weil das Managementteam gerade im Feld unterwegs ist und eventuell gerade am Bohrprogramm arbeitet oder sonstiges. Würde ich jetzt nicht direkt als absolutes K.O.-Kriterium ausschließen, aber natürlich Kommunikation, zumindest mit dem IR-Mann oder der IR-Dame, ist da schon wichtig. Und die geben sich auch Mühe. Die wissen, dass Retail gerade im Junior-Mining-Bereich extrem wichtig für das Volumen der Aktie ist und auch langfristig Aktionäre natürlich gewollt sind, um einfach die Aktie zu beflügeln bzw. die Aktie einfach zu unterstützen. Ja, gehen wir mal so die Hierarchie durch. Ganz unten, würde ich sagen, sind irgendwelche kleinen Firmen, die irgendwie einen Claim haben, aber noch nicht mal ein Bohrloch. Und wo hört denn so ein Junior-Mining-Kategorie auf? Ab wann ist man dann Producer? Oder gibt es noch Junior-Producer? Ja, es gibt immer kategorieabhängig. Das kann man ganz an der Unzenzahl pro Jahr kann man das Ganze festmachen. Und das macht einen riesen Unterschied. Also es gibt die kleinen Prospektoren, die haben ein paar nette Landflecke irgendwo, vielleicht in Kanada, hier im BC, im Golden Triangle. Das ist vielleicht 2-3 Flugstunden von hier entfernt, kann man sogar hinfahren mit dem Auto. Das ist alles ganz nett. Die haben dann oft eine niedrige Marktbewertung. Und je nachdem, wie gut der Geologe ist, hat man auch eine Möglichkeit, was zu finden, wie gut die Geologie ist. Da wird es aber schon wieder schwierig für den Investor, das festzustellen. Gerade managementtechnisch rauszufinden, wer ist denn ein guter Geologe? Wer hat denn die Verbindung? Das ist eine der K.O.-Kriterien für mich, ehrlich gesagt, wenn ich mir eine Firma anschaue. Ich schaue mir auf der Webseite erstmal ein Management-Team an, bevor ich überhaupt die Firmenpräsentation oder die Projekte anschaue. Gerade im kleinen Bereich macht das einen Unterschied. Bis zur Produktion dauert das teilweise bis zu 10 Jahre, bis man so ein Projekt in Produktion bringt. Vom ersten Bohrloch bis in Produktion. Wenn man das in 5 Jahren schafft, dann hat man schon einige Corners gecuttet. Mir fällt die deutschen Begriffe gar nicht mehr ein. Ja, ein paar Abkürzungen genommen, ja, und das ist vielleicht nicht ganz immer ideal, aber man muss verschiedene Studienschritte durchgehen. Es gibt die PEA, das ist so eine Vorwirtschaftlichkeitsstudie, oftmals auch Dreamsheet genannt, aber das gibt eine erste Perspektive, ob das denn überhaupt wirtschaftlich ist, das abzubauen, was man im Boden gefunden hat, ob überhaupt genug Ressource vorhanden ist. Dann gibt es die Pre-Feasibility-Studie, das ist ein weiterer Schritt. Hier wird man schon mit Vendors oder beziehungsweise Anbietern von Lösungen, von Abbaugeräten und sonstigen Mining-Equipment in Kontakt treten, um Preise zu erfahren, um diese in die Studie einfließen zu lassen. Das Ganze wäre dann schon realistischer. Und je nachdem, wie viel Detail man in das Ganze einfließen lässt, baut man dann eine Feasibility-Study noch drauf. Und damit geht man dann zu Banken, um die Mine zu finanzieren. Oftmals finanziert man eine Mine mit 40% Debt, also 40% Schulden, 60% Equity. Hängt ein bisschen von der Attraktivität des Projekts ab, um das zu finanzieren. Aber das sind so die Schritte.
Da gibt es ganz, es gibt knapp 1400 Firmen, die hier in Kanada alleine gelistet sind. Die Australier jetzt mal ausgeschlossen. Ich glaube, insgesamt sind es knapp 2100 Mining-Gesellschaften, die man sich da anschauen kann. Ja. Da sind Firmen dabei, die 5000 Dollar Market Cap haben, bis hin, wie gesagt, Barrick Gold oder Newmont, die natürlich dann in anderen Ligen spielen. Das ist so die Bandbreite dazwischen drin. Und die Aktien zu finden, die jetzt vielleicht gerade angefangen haben zu bohren oder die von 10 Millionen Marktbewertung auf 50 Millionen Marktbewertung laufen, ohne 40 Millionen Dollar Kapital aufgenommen zu haben, sondern wo sich die Aktie positiv entwickelt hat, das ist der Reiz an dem Spiel. Ja. Es gibt ja, wie du schon gesagt hast, hunderte von Junior Mining Betrieben. Und wie Doug Casey in einem Video mal gesagt hat, most of them are just crap. Jetzt gilt es, die Perlen sozusagen rauszusuchen. Du erwähntest das Management, das ist so dein K.O.-Kriterium Nummer 1, worauf du schaust. Da erwähnt ja immer Rick Rule immer das Know-how und das Know-who. Ne? Also das Management ist enorm wichtig, weil ein schlechter Jockey, der schafft es mit einem guten Pferd auch nicht ins Ziel. Das heißt, du bist auch bereit, wenn du siehst, das Management hat irgendwie einen guten Track Record. Die haben mal ein Projekt gemacht, was in einer ähnlichen Geologie liegt, geologisch vergleichbar ist, dass du da auch ein bisschen mehr bezahlst, denke ich mal. Ja, das ist ein Risikopremium. Und wie gesagt, Management kann man gar nicht genug loben. Ich habe es die letzten Jahre zu oft gehört und zu oft gesagt, Management ist das K.O.-Kriterium. Das Projekt, wie du gesagt hast, ist sekundär in dem Fall. Klar, es sollte Gold im Boden sein, aber selbst ein sehr, sehr guter Geologe beziehungsweise auch ein CEO, er muss nicht mal Geologe sein, es schafft es, so ein Projekt in Produktion zu bringen. Und das zu finanzieren, beziehungsweise zu einem Punkt zu bringen, wo man sagt, okay, macht das Sinn, das Ganze voranzutreiben. Ja, ist ein bisschen schwierig für einen Außenstehenden einzuschätzen, wie gut ist der Geologe. Ich habe jetzt zum Glück knapp 10 Jahre an Track Record hier in der Branche. Mir fallen viele Namen auf, wenn ich eine neue Firma oder so mir anschaue. Da hat man zumindest mal 1, 2 Namen schon mal gehört. Oder man hat ein Netzwerk aufgebaut, wo man nochmal fragen kann, wer ist das denn? Kennt man den? Hat der einen guten Track Record? Das Problem, was ich die letzten Tage ein bisschen hatte, ist, es fehlen gute Management-Teams für neue Firmen. Es gibt viele ausgelutschte Projekte, die werden wieder recycelt. Und da hat es oft Probleme gegeben. Warum hat es 2012 nicht funktioniert oder bis 2012 nicht funktioniert? Warum lag das Projekt die letzten 5, 6 Jahre quasi brach und wurde nicht entwickelt? Sowas muss man sich anschauen. Gerade jetzt, wo Gold knapp wieder bei 1970 oder so, wir sind gerade ein bisschen gefallen, habe ich gesehen. Aber da muss man sich anschauen, warum wurde das seit 20 Jahren bearbeitet und wann macht sich den nächsten Schritt? Ich denke mal, im nächsten Bullenmarkt wird es bestimmt ziemlich viele Projekte geben, wo jemand irgendwie so ein Brownfield nimmt und dann wurde schon 2, 3 Mal gebohrt wohl in den letzten Zyklen und dann bohrt man noch ein 4. Mal und dann bringt man sich groß raus. Ne? Aber zurück zum Management, das heißt, du würdest per se, würdest du sagen, du nimmst auch ein mittleres Projekt, also mittleres, was so die Qualität angeht, aber wenn das Management stimmt, dann nimmst du das lieber als ein 1A. Ja, also mein Kriterium Nummer 1 sind, ich bin eher so der Hodler an den Investoren, ja. Ich glaube, ich habe das aus der Bitcoin-Welt übernommen, den Begriff. Ich bin jemand, der lange hält. Ja. Ich mache Privatfinanzierung mit, ich habe meine Watchlist, aber ich bin kein großer aktiver Händler. Ich würde gerne, oder ich investiere in Firmen, privat zumindest oder auch mit der Firma, wo wir sehen können, okay, das könnte in Produktion gehen, das hat eine Chance. Wenn es am Ende an irgendeiner Studie scheitert oder es fehlt eine Permit, das kann man schwer einschätzen am Anfang, aber ich möchte zumindest eine Runway sehen, okay, das hat eine Chance. Ich bin nicht interessiert, der 4. oder 5. zu sein, der dann dieses Projekt, das jetzt gerade bei 1920 Gold oder 1950 Gold attraktiv wieder ist, das zum 10. Mal rausgekramt wurde, da zu investieren, weil es hat einen Grund, warum das 5-mal nicht in Produktion gekommen ist. Ja, klar, vielleicht gibt es das eine Management, das es dann schafft, in Produktion zu bringen, aber die Hürde ist dann doch mal deutlich höher. Und da gibt es einige Projekte hier auch in BC oder gerade hier in der Umgebung, die extrem, die gibt es schon lange. Es gibt teilweise Projekte, die sind seit 100 Jahren bekannt, ne? Aber die hat kein Mensch in Produktion gebracht. Ja. Und die kommen jetzt gerade in der Bullenmarkt nach oben, ja. Und da muss man aufpassen. Und aber ein sehr, sehr guter CEO, der einen guten Ruf hat, wird sowas jetzt gar nicht anfassen. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir haben neulich ein Interview gemacht mit Bruce McLeod von Savina Gold and Silver und das Vorkommen, das ist ja durch so viele Hände gegangen. Ich meine, es ist immer noch nicht in Produktion, aber es ist jetzt deutlich weiter am Ziel als in den letzten Jahrzehnten davor. Ne? Genau, ja, aber
Beispiel Bruce ist einer sehr gut. Er kommt aus einer Mining-Familie, der hat Historie, die Familie ist aus Stuart, BC. Der Vater war Miner, sein Cousin ist Miner, den kenne ich auch sehr gut, den Rob McLeod. Seine Schwester ist im Mining-Bereich, Catherine McLeod, I think it's Bear Creek Mining, wo sie aktiv ist. Da ist Expertise vorhanden und auch so ein bisschen Stolz, Familienstolz hinten dran, das zu tun. Und so Leuten vertraue ich eher als jemand, der jetzt gerade zum dritten Mal ein Projekt hier hochkaut, weil der Goldpreis jetzt gerade mal wieder im en vogue ist. Ja. Ein Disclaimer für alle, die daran denken, in diesem Bereich zu investieren. Man braucht wirklich Nerven aus Stahl. Also ich denke mal so 10-20% Volatilität in einer Aktie, das ist ganz normal. Ne? Also wenn man aufwacht und am nächsten... Pro Tag. Ne, pro Tag, ja, das musst du auch noch sagen. Ja, ne? Also ein Beispiel, was mir so direkt im Kopf eingeht, das Rick Rule erzählt das immer ganz gern, so ein Uraniumwert, den er bei 10 Cent gekauft hat, der dann auf 1 Cent runterging, wo er nochmal nachgekauft hat und letztendlich, glaube ich, für $11 dann verkauft hat oder Scale-Out dann gemacht hat. Also Nerven aus Stahl, die muss man auf jeden Fall haben, wenn man im Sektor aktiv ist. Das ist richtig. Also wir reden weiterhin von einem Hochrisikosektor. Also Hochrisikosektor. Ja, dass man da mal sein Geld verzehnfachen kann, ist natürlich auch möglich. Das ist gar kein. Ich habe ja am Anfang, du hast mich gefragt nach einem guten Beispiel, wo ich gut investiert habe. Ja, aber die Aktie, die ich die Jahre davor hatte oder sowas, darüber redet man ja nicht. Ja? Also wie viele Rohrkrepierer ich hatte, das wird ja selten erwähnt. Ja? Die hatte ich auch. Ja? Ich gucke jetzt gerade in mein Portfolio. Klar, der Markt läuft, es ist eher grün als rot, aber da sind noch ein paar Leichen drin, die es jetzt vielleicht gerade mal auf Break-Even wieder geschafft haben und die Aktie halte ich seit 3-4 Jahren. Ja? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja. Vorausgesetzt, der Gold-Bullenmarkt bleibt erhalten und wir sehen irgendwie Gold 2400, 2500, dann kann man, glaube ich, per se gar nicht so viel falsch machen. Da könnte man wahrscheinlich auch einen Affen nehmen, der dann einfach Darts wirft und sich irgendwelche Werte aussucht. Ich glaube, am Ende sieht das ganz gut aus. Ja, leider. Also das ist ja der Vor- und Nachteil eines Bullenmarktes. Wir geben uns extrem gute Mühe, unseren Investoren gute Firmen zu zeigen. Aber am Ende ist unsere Performance wahrscheinlich schlechter als die von allen anderen, weil wir uns zu sehr auf Qualität fokussiert haben, während wenn es mal den Mist, ja, deutlich stärker steigt, weil ordentlich Geld in Promotion gesteckt wird, weil hier Börsenbriefe gebucht und gekauft werden, die Aktie pushen wie blöd. Die machen wahrscheinlich 200%, während wir mit 75% eigentlich auch schon sehr zufrieden sind. Ja. Darauf muss man ein bisschen achten. Das sind die Vor- und Nachteile, das ist über so ein bisschen Anlegerrisiko, was will man denn überhaupt? Ist man eher interessiert an einem Zock? Klar, dann kann man in solche Firmen investieren, da gibt es genug von. Oder hat man wirklich langfristige Perspektive, möchte was aufbauen, hat da Interesse an dem Sektor und möchte es bis zum Ende durchsehen? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Zwischendrin kann man immer Geld verdienen und Geld vom Tisch nehmen. Ein, zwei Zockaktien habe ich auch immer im Depot drin. Ja, aber muss man immer schauen. Stichwort Geld vom Tisch nehmen. Machst du das auch vielleicht, wenn du irgendwie 100% mal gemacht hast, dann verkaufst du die Hälfte, nimmst dein Geld wieder vom Tisch mit und lässt die Aktie laufen, den Rest? Ich habe es in den letzten Jahren öfter gemacht, ja. Jetzt, wie wir gerade in den Bullenmarkt sind, lasse ich Aktien jetzt gerade gerne mal laufen. Eine Aktie von 5 auf 60 Cent oder so, da hätte ich mich sehr geärgert, hätte ich bei 10 Cent verkauft. Ein anderes Beispiel, die Firmennamen sind eigentlich irrelevant, aber ich hatte Warrants, das sind Aktienkaufoptionen, die ich in einem Placement bekommen hatte, die sind natürlich Mitte März ausgelaufen, als der Crash war. Ja? Ich habe zum Glück noch mit 10% diese Warrants ausüben können und verkaufen können, haben mit 10% Gewinn gemacht. Das war ungefähr bei 40 Cent oder 44 Cent, habe ich dann verkauft und 10% Gewinn. Die Aktie steht heute bei $3,82. Ja? Das ist dann so eine Timing-Frage. Ja? Hatte man nicht voraussehen können, ja? Aber vielleicht in einem Bullenmarkt kann man sowas eher laufen lassen. In einem Bärenmarkt sollte man eher vorsichtig sein und sich einfach mal über 100% freuen und einfach was vom Tisch nehmen. Weil Geld vom Tisch nehmen ist noch niemand arm geworden. Und da kann man sich weiterhin entweder auf den Rücksetzer warten oder man findet einfach eine andere Möglichkeit. Wie gesagt, das sind 2100 Firmen ungefähr im Mining-Bereich. Da findet man bestimmt die nächste. Achtest du darauf, wo das Vorkommen ist? Also ich meine, Kongo ist auf jeden Fall gefährlicher als Kanada. Achtest du darauf oder ist dir das egal? Hauptsache, das Vorkommen ist gut. Nee, das ist mir nicht egal. Ich versuche eigentlich zu allen Firmen, auch mit denen wir zusammenarbeiten, hinzufahren, die Projekte anzuschauen vor Ort. Und ich bin kein Geologe, ich bin auch kein Ingenieur, um zu sagen, okay, dieses Gestein macht absolut Sinn. Mir sind so Soft-Faktoren wichtig. Wie sehen die Community Relations aus? Wenn ich auf das Projekt fahre, freuen sich die Leute, uns zu sehen oder ist es eher abneigend? Darf man, gerade in Peru oder so in den Anden, ist natürlich immer schöne Fotomotive, wenn man die Einwohner in ihren natürlichen Trachten sieht.
Die sind extrem bunt. Ja? Darf man die fotografieren? Freuen die sich, einen zu sehen? So Sachen, auf die achte ich dann eher. Und weil das zeigt mir, okay, das Projekt, das wird funktionieren. Und ich war schon ein Projekt besuchen, wo das nicht der Fall war. Nee, das funktioniert nicht. Und 6 Monate später oder 12 Monate später war dann vorbei, weil das lokale Dorf die Straße blockiert hat. Ja? Das fällt. In Kanada oder in den USA passiert jetzt nicht unbedingt, dass eine Community Straße blockiert, aber da gibt es andere Community-Faktoren. Und wir sind jetzt gerade im Bereich, wenn Fonds oder so investieren, gerade auch in den größeren Werten, ist der ESG, Environmental Social Governance, ja, extrem wichtig. Es wird immer größer, dieses ESG. Ja, das ist sogar in Deutschland mittlerweile ein Begriff. Und das ist mir schon wichtig. Also ich investiere jetzt nicht in Venezuela. Es gibt andere Länder, gerade auch in Afrika. Ich war kurz davor, eine Aktie in Mali zu investieren. Hat mir extrem gut gefallen. Ja, plötzlich war da Kuh. War ich kurz davor, die zu kaufen, weil ich das Bohrprogramm gut verstanden habe. Ich wusste, was sie vorhatten. Aber hatte vor diesem Länderrisiko Afrika insgesamt ein bisschen Angst. Das ist eher so persönliche Einschätzung, weil ich sehe einfach noch genug Möglichkeiten in Nordamerika und Südamerika, wo ich mich nicht unbedingt in Afrika rumtreiben muss. War aber eine super Firma. Ja, plötzlich war da der politische Coup, gerade vor ein paar Wochen. Das kann ich nicht einschätzen. Da versuche ich das Risiko natürlich für mich privat zu minimieren. Dass da Chancen sind und dass in Afrika Gold und andere Vorkommen sind, das ist ganz klar. Ja, man hört ja auch von Prospektoren, dass auf sie geschossen wird in komischen Gegenden. Also man lebt durchaus teilweise gefährlich. Das passiert ja auch in Mexiko. Ja. Das passiert aber auch in Mexiko. Plötzlich steht man vor einem Mondfeld oder so in Mexiko, da hat man dasselbe Problem. Ja? Schaust du auch auf die Gegend? Also die Gegend kann auch feindlich sein, ne, von den Leuten oder von der Politik. Aber schaust du so auch, Wetter etc., wenn ich in der Arktik arbeite, ist das ja eine ganz andere Nummer als irgendwo in Texas. Texas passiert gerade aktuell nicht so viel, aber Arktik ist ein guter Punkt, weil es ist eine Kostenfrage für die Exploration. Was kostet mich ein Bohrmeter, was kostet mich eine Ressource oder eine Studie zu veröffentlichen? Bohrkosten sind ein Thema, gerade für einen Junior Explorer, der sowieso begrenzte Barmittel hat, ist die Lage schon wichtig. Und jetzt, klar, Bullenmarkt ist natürlich ein bisschen einfacher, wieder Kapital einzusammeln. Wir haben gerade eine Schwemme an Geld gesehen, die in den Junior Explorer-Bereich auch gerade geflossen ist. Aber auch in dem Bärenmarkt sollte man darauf achten, was sind denn die Kosten? Oder auch die Kosten, um die Firma am Laufen zu halten. Das ist so ein weiterer Faktor, auf den ich auch achte. Was zahlt denn die Firma? Was gibt denn die Firma selbst an Gehältern aus? Ein Explorer, der 15 Millionen Marktbewertung hat, sollte der CEO 250.000 Dollar im Jahr verdienen? Ich glaube nicht. Ja, das ist ja das Stichwort. Ich glaube, das heißt Lifestyle Company oder Lifestyle Corporation. Ja, da gibt es einige von hier. Also da gibt es einige von, gerade in Vancouver auch. Da muss man einfach drauf achten. Aber es ist einfach. Man kann in das Balance Sheet reingehen, mal schauen, was die selbst bezahlt haben. Einmal im Jahr müssen die Gehälter veröffentlichen in einem sogenannten Management Information Circular. Ist super einfach zu finden. Ja? Notfalls, wenn es nicht gefunden wird oder die Firma gerade noch relativ neu ist, dann schick mal einfach eine E-Mail. Ja. Und das sind wieder so Fragen, wenn sonst alles beantwortet wird oder der CEO in vielen Videos auftaucht online, aber die Frage dann per E-Mail nicht beantwortet wird, dann wäre ich auch schon wieder suspekt. Ja, das ist ein großer Punkt, dass man tatsächlich auch als Kleinanleger losgehen kann und sich die Informationen raussuchen kann. Das ist Plain Level Field, ne? Playing Field oder. Ne? Ich finde schon. Also man muss sich nur die Arbeit und die Mühe machen. Man darf nicht alles glauben, was man irgendwie auf einem Silberlöffel präsentiert kriegt. Da sollte man schon Hausaufgaben machen. Gerade was so in den Börsenbriefen oder so umgeht, sollte man ruhig Fakten checken. Ja? Klar, man kann Momentum spielen oder so. Wie gesagt, mit ein, zwei Zockerwerte kann man sicher ins Depot legen. Aber wenn man längerfristig was vorhat, wenn einem was gefällt, wenn man dran glaubt, weil es gibt schon Bewertungszyklen. Man kann eine Firma von 10 Millionen Market Cap bis zu 1 Milliarde verfolgen, wenn die mal 200.000, 300.000 Unzen im Jahr produzieren. Das kann man schon durchsehen. Das kann man innerhalb von 5, 6, 7 Jahren oder sowas schon schaffen. Ja? Und das ist dann kein Zock, das ist dann investieren in Teams oder in Projekte, die man glaubt. Und dadurch kann man durch Lesen von Bilanzen, die quartalsmäßig kommen hier Bilanzen und MD&As raus, man kann lesen, was passiert. Oftmals sind auch Bohrergebnisse oder so drin versteckt, die man nicht veröffentlicht hat, weil die einfach nicht gut waren oder nichts getroffen haben. Ja? Also es ist schon vorhanden. Klar, die Firmen versuchen natürlich hier ein paar Schnippchen zu schlagen und vielleicht nicht gerade die ganz negativen Meldungen oder dass man keine Bohrlöcher, also keine Bohrungen getroffen hat oder so, direkt zu präsentieren, da muss man schon drauf achten. Aber das hat auch viel mehr Management zu tun. Vertraue ich dem Team? Wie transparent sind die? Sagen die, was sie verdienen? Das sind alles so Soft-Faktoren. Es gibt jetzt kein einziges K.O.-Kriterium, wie sagen wir, okay, das passt gar nicht. Ja, vielleicht außer Venezuela, Land oder sowas. Aber selbst ein CEO, der in einer 10-Millionen-Firma 300.000 Dollar verdient, vielleicht hat er das verdient. Vielleicht ist er jemand, der von einer großen Firma kommt, sein Netzwerk mit reinbringt und nächste Woche 20 Millionen Dollar Financing stemmt. Weiß man nicht. Hängt wirklich dann von der Personalie ab.
Aber es gibt viele Faktoren. Also es macht extrem viel Spaß. Gerade auch der Job ist jeden Tag ein anderer. Ja? Wir reden ja täglich mit CEOs, mit unseren Kunden, aber auch hier auf der Straße. Wir treffen die Leute. Das macht extrem viel Spaß. Und gerade dieser, wie gesagt, dieses Playing Field, das ist schon relativ level. Und wenn man dann noch direkteren Zugang hat, was man, glaube ich, im manchen Bereich schon hat, dann macht das Spaß. Also es ist anders als in Dividendenwerte oder DAX-Titel zu investieren, wo man quasi wie eine Audienz beim Papst bekommt, wenn man da mal den CEO erwischt. Ja? Machen wir noch ein bisschen Stockpicking, worauf du dann noch schaust. Ist es für dich wichtig, ob in der Nähe eine größere Mine ist von einem größeren Produzenten, die bereits produziert? Schaust du darauf? Ist das ein Plus? Nicht unbedingt. Also Proximity Plays sind für mich immer fragwürdig, weil oft die Firmen, die Proximity Plays betreiben, auch immer fragwürdig sind, weil die selbst keine großen Ideen haben und dann schauen. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, the next mine is always in the shadow of the headframe of the old mine. Ja, weil einfach noch nicht weit genug exploriert wurde. Da ist oft schon was dran. Aber die Firmen, die da außen rum sind, sind oft sehr fragwürdig. Es gibt ein, zwei gute bestimmt, auch Ausnahmen natürlich. Aber es ist immer sowas, wo ich vorsichtig bin, gerade wenn es dann jetzt gerade zum Staking Rush kommt, gerade in Newfoundland oder in Neufundland ist gerade gut was los. Da geht es in der Region um Gander. Ist gerade ein Staking Rush ausgebrochen in Kanada, weil Newfound Gold massiv Geld eingesammelt hat und einige an Werbetrommel gerührt hat. Und da haben sich natürlich auch einige Firmen gefunden, die dann einfach irgendwie in der Gegend was gestaked oder geclaimed oder optioniert oder sonst was haben. Und da sollte man dann auch aufpassen, wer ist denn hinter diesen Firmen aktiv? Und das ist ein ganz gutes Beispiel in terms of proximity place. Ja, nehmen wir mal irgendwie so einen Wert irgendwie in Afrika. Ich glaube, da ist es manchmal von Vorteil, wenn so ein Junior so einen größeren Partner im Boot hat. Also irgendwie so eine chinesische Firma, die da ein bisschen Druck machen kann auf die lokalen Politiker. Oder sehe ich das falsch? Chinesen ist auch immer so ein Thema. Die haben ja auch immer ihre eigenen Pläne. IR verstehen die, glaube ich, gar nicht. Das habe ich auch mit deutschen Firmen schon gesehen. Das ist nicht deren Ding. Transparenz sowieso nicht. Partner ist immer hilfreich. Je nach Projektstatus ist es gut, einen strategischen Partner gerade in Form von einem Produzenten oder so zu haben. Der kann natürlich technisches Know-how liefern. Ist aber nicht immer ideal, weil er auch das Upside deckelt. Gerade in Afrika gibt es im Moment nicht so viele Player, die da irgendwie einsteigen können, was übernehmen können. Oft sind die Australier da noch aktiv, die da einkaufen. Aber deckelt die Upside. Bei einem kleinen 10-Millionen-Dollar-Explorer dann 20% aneignet zu sehen wie eine Endeavor Mining oder eine Randgold gab es früher, bevor sie von Barrick übernommen worden sind, aber so, oder eine Teranga, auch so ein Mid-Tier-Producer. Weiß nicht, ob man die unbedingt haben will am Anfang. Es hilft, man kann Joint Venture haben. Es gibt verschiedene Modelle, die man da fahren kann. Ich versuche das ein bisschen zu erklären, so also im Interview, weil es doch relativ komplex ist, gerade auch in Afrika oder so. Wen will man als Partner haben? Das ist natürlich immer die Frage. Und was liefert der mehr einen Mehrwert? Oftmals ist es sogar besser, das Projekt einfach alleine voranzutreiben, weil entweder hat man schon einen Track-Record als Management-Team, um das alleine zu schaffen, weil man die Connections hat zu den Großen, die man dann später ins Boot holt. Es ist viel interessanter, eine Barrick oder so ins Boot zu holen, wenn man schon eine 100-Millionen-Marktbewertung hat, statt bei 10 Millionen, weil auf einmal kriegt man 20 Millionen Dollar für 10% oder für 20%, statt 2 Millionen Dollar. Und da ist man deutlich weiter und hat natürlich definitiv mehr Verhandlungsspielraum. Dilution, schaust du bei Werten, wie viele Aktien schon draußen auf dem Markt? Also hast du dann einen bestimmten Wert, wenn er irgendwie so eine kleine Bude 500.000 Aktien hat? Ist das schon viel zu viel? 500 Millionen. Also es gibt ja das australische Modell, die haben ja gar keine Scham davor, 2 Milliarden Aktien ausstehen zu haben. Das interessiert mich nicht groß. Eine enge Aktienstruktur macht schon einen großen Unterschied, weil man dann, wie bei der Great Bear ist das beste Beispiel dafür. Die Aktie ist gelaufen, bei 50 Cent ist es losgegangen. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wo sie heute steht. Ich habe die gar nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, die sind bei 18 Dollar. Ja, bei knapp 18 Dollar, aber weil die eine relativ enge Aktienstruktur haben. Die hätte man als Investor von 50 Cent locker bis 18 Dollar spielen können oder mit investieren können. Dadurch war Leverage vorhanden. Anderes Thema noch, in nicht nur die ausstehenden Aktien, sondern auch Warrants und Optionen. Im Bärenmarkt waren Firmen oft gezwungen, im Rahmen von Finanzierung Warrants auszugeben. Das sind Aktienkaufoptionen, um Aktien zu einem gewissen Preis nochmal kaufen zu können. Dieses Recht kriegt man, wenn man Aktien im Private Placement kauft. Je nachdem, wie viele da ausstehend sind, kann es natürlich auch einen ordentlichen Deckel auf eine Aktie packen. Bestes Beispiel ist eine Firma, mit der wir arbeiten, beziehungsweise wo ich auch groß drin investiert bin, ist Mineralamos. Da kann man sich den Chart schön anschauen. Bis letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr im Juni, hatte man knapp 80 Millionen Warrants ausstehen bei 10 Cent. Die Aktie ist bis dato kaum über 12 Cent gekommen, weil immer, wenn die Aktie angefangen ist zu laufen, wurden Warrants ausgeübt und einfach in den Markt verkauft und der Aktienkurs ist wieder gefallen. Die 80 Millionen Warrants sind jetzt aber weg, weil sie ausgelaufen sind, beziehungsweise ausgeübt wurden. Teilweise waren auch teurere Warrants
vorhanden. Und jetzt steht die Aktie bei 72 Cent. Ja, weil dieser Deckel auch weggegangen ist. Klar, die Firma hat auch geliefert, wir sehen ein besseres Goldumfeld. Aber das ist so, wenn man sich den Chart anschaut, ist das ein wunderbares Beispiel, was so ein Warrant-Deckel oder so auch bewirken kann. Das ist so in Sachen Kapitalstruktur. Bis 500 Millionen Aktien ausstehen, zucke ich nicht so. Klar fragt man mal das Management-Team, ob man da mal einen Gedanken dran geworfen hat, irgendwie die Aktien zu konsolidieren oder ein Rollback heißt das hier, wenn man das irgendwo in der Pressemitteilung sieht, 1 zu 10 oder 1 zu 5 zu machen, um das Ganze wieder ein bisschen enger zu packen. Aber oftmals haben natürlich bestehende Aktionäre damit ein Problem, weil neue Investoren oder so oder alte Investoren, die sehen dann, oh, die Aktie ist jetzt von 10 Cent auf 50 Cent gegangen, wenn man, oder von 10 Cent auf 1 Dollar, weil man 1 zu 10 konsolidiert hat, auf einmal verkaufe ich und die Aktie fällt erstmal auf 80 Cent. Ja, weil man einfach diese optische Illusion hat, dass meine Aktie auf einmal plötzlich mehr wert ist. Ich glaube, wir hatten gestern, habe das zufällig gesehen, hat ein Journalist, glaube bei der Welt oder so, nicht ganz verstanden, was ein Aktien-Forward-Split bei Tesla war. Der hat auf einmal geschrieben, dass Tesla um 80% gefallen ist, weil die Aktie auf einmal bei 400 Dollar oder sowas stand. Ja? Der hat das nicht so ganz verstanden. Und da sollte man mal drauf achten. Das sind so die Themen, die ich mir anschaue in Sachen Capital. Skin in the Game. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und das ist auch, glaube ich, das Besondere, dass das Management teilweise sogar sehr investiert ist in das Unternehmen. Ne, also dieser Bezug zur Firma, dass man daran interessiert ist, dass der Firma gut geht. Genau, sehr, sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, wann ist das Management-Team in die Firma gekommen? Sind die Gründer? Wenn die Gründer waren, zu welchen Kosten haben die sich diese Aktien gekauft? Haben die 5 Cent investiert, wenn die Aktie bei 50 Cent an die Börse geht? Oder haben die 1 Cent bezahlt? Haben die einen halben Cent bezahlt? Es gibt ein, zwei Beispiele, die jetzt aktuell unterwegs sind, die haben für 12 Millionen Aktien 9 Dollar bezahlt. So, und diese 12 Millionen Aktien sind aktuell ein paar 30 Millionen Dollar wert. Ja, sollte man sich ganz genau anschauen als Investor, ob man das mitspielen möchte, ob man die Taschen der Gründer vollstopfen möchte. Kann gut gehen. Ja, ist aber nicht unbedingt das, was ich präferiere. Weil ich, wie gesagt, du hast das Wort Level Playing Field erwähnt vorhin. Ja? Das ist, ich hätte gerne, dass die CEOs klarstehen, dass Sweat Equity drin ist. Vielleicht hat man die Firma ein, zwei Jahre selbst finanziert, bevor man überhaupt public gegangen ist. Teilweise haben CEOs gerade im Bärenmarkt auch die eigene Kreditkarte hingelegt. Das gehört ignoriert. Dass die nicht zu 50 Cent bei einer 50 Cent IPO zeichnen, das sollte klar sein. Und wenn die zu 10 oder 15 Cent Bargeld oder Sweat Equity reingesteckt haben, kann ich damit leben. Die leben dafür. Aber wenn die dann die Aktie zu einem Cent bekommen haben, ist es sehr problematisch. Ich hätte gerne so 15%, 20% ist schon ein Upside, was Management halten sollte, gerade wenn die Founder sind. Wenn die später reingekommen sind, ist es ein bisschen schwer zu beurteilen, weil die müssen natürlich zum Aktienmarkt, zum aktuellen Kurskauf, je nachdem, wo die Aktie gerade steht. Und da ist es natürlich schwer zu beurteilen, was ist da fair, wie sind die aligned. Ja? Oftmals sagen die dann, hey, ich habe einiges an Optionen, ich habe 1 Million Optionen zu 1 Dollar, das ist mein Incentive, das voranzutreiben. Ich würde die gerne ausüben. Andererseits verliert ihr auch nicht, wenn die Optionen wertlos verfallen. Ne? Ist groß immer besser bei Vorkommen? Ja und nein. Es gibt viele Firmen, die können mit kleinen Vorkommen gut Geld verdienen und nutzen dann dieses Projekt, um weitere Projekte zu akquirieren und selbst die Firma zu wachsen zu lassen. Klar, größer ist immer besser, je nachdem, wie die Infrastruktur außenrum aussieht. Man gibt keine 1 Milliarde Dollar aus für ein 1-Million-Unzen-Projekt. Das ist dann immer so, was man auswägen muss. Man hätte dann 1 Million Unzen Gold. Ich werde schon zu technisch hier. Aber das ist das, was man dann abwarten muss. Man kann ein kleineres Projekt für ein sehr kleines Geld in Produktion bringen und dann stimmt auch der Return on Investment wieder. Spielst du dieses Merger-Acquisition-Spiel derzeit? Kaufst du extra Werte, wo du denkst, Mensch, die werden in der nächsten Zeit aufgekauft werden durch die Großen? Man sollte das eigentlich schon seit 18 Monaten spielen und es ist nichts passiert. Wie gesagt, mein Endgame, mein Investmentplan ist insgesamt entweder eine Übernahme oder selbst in Produktion zu gehen. Das ist so das Endgame, was ich insgesamt verfolge und hoffe, dass die Firmen, die in meinem Portfolio sind, das größtenteils abdecken. Ich kaufe jetzt keine Aktie, wo ich glaube, dass sie morgen übernommen werden. Ja, klar, man hört hier Gerüchte, das ist der Vorteil natürlich auch in Vancouver zu sein, man geht einen Kaffee trinken und hört ein, zwei Gerüchte oder sowas von anderen Marktinsidern nennt man das mal. Ja. Das kann man da natürlich mal probieren, aber ich habe mich jetzt nicht besonders positioniert, irgendeine Aktie zu kaufen, nur weil ich glaube, dass die morgen übernommen werden. Ja. Weil die Upside sind dann nur 20-30%. Oftmals, wir haben viele No-Premium-Aktien-Merger gesehen, wo einfach nur Aktien ausgegeben werden, ohne Premium obendrauf. Und da habe ich persönlich nicht so viel von. Das ist mir der Aufwand zu groß. Ja, Stichwort Zyklen oder Zyklus insgesamt beim Goldmarkt. Ich glaube, so die meisten
Junior Exploration Firmen, die kommen, ich glaube, in dem Zyklus kommen die gar nicht dazu, selbst zu produzieren. Das ist ja, du hast am Anfang erwähnt, wie lange es dauert, bis man in Produktion ist. Da spielt man ja gar nicht mit dem Gedanken, oder da investiert man, glaube ich, nicht, weil man in 5 Jahren irgendwas produziert. Richtig, da spielt man eher die Geologie, vielleicht auch eine Übernahme. Man hört ja oft die Thematik, dass den Majors das Gold ausgeht. Man sieht, wie Barrick, die Reserven werden immer niedriger. Andererseits muss man auch beachten, dass die großen Produzenten ihre Reserven noch nicht neu kalkuliert haben zum aktuellen Goldpreis. Die haben immer noch teilweise $1,200, $1,100 oder auch $1,000 an Reserven, an Goldpreis verwendet für ihre Reservenkalkulation. Dadurch ist vielleicht auch der M&A-Bereich ein bisschen langsamer, als man vielleicht erhofft hat. Gerade nach den ganzen Mega-Mergers, wo Barrick mit Randgold zusammen ist, Newmont mit Goldcorp, hat man eigentlich gehofft, dass da noch ein bisschen was passiert in dem Bereich. Ist aber noch nicht passiert. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das ist, du hängst ja ab, oder du hängst ja, du siehst ja viele aus dem Bereich. Darf man sich die so vorstellen, so Wilder Westen, Waffe im Truck, Liberty etc.? Oder ist das ein ganz anderes Volk? Na, das ist schon ein bisschen... Es ist schon ein bisschen anderes Volk, gerade wenn man mal einen Geologen in einem Anzug gesehen hat oder so, man merkt schon, dass das nicht so ganz passt. Viele haben teilweise im Feld sogar eine Waffe dabei. Gerade hier in Kanada oder so kann es schon mal vorkommen, dass ein Grizzly einem über den Weg läuft. Dann sollte man sich schon schützen. Aber es ist nicht so, dass wir hier mit Cowboy-Stiefeln, mit Sporen und mit Gürtel und dem Colt 45 rumläuft. Ja? Das ist vielleicht in Alabama oder so, aber hier in Kanada ist das noch relativ normal. Lass uns mal ein bisschen so die kriminelle Energie von uns ausleben. Es gibt ja immer so den Spruch, man muss ja aufpassen auf Leute, die auf irgendeinem Loch stehen und dann sagen, es ist eine Mine. Wie müsste man vorgehen, damit man in dem kommenden Goldbullmarkt so als seine kriminelle Energie ausleben kann? Also ich müsste auf jeden Fall meinen Namen ändern, irgendwas McDonald, irgendwie sowas, und einen schönen Firmennamen hätten wir auch. Wie müssten wir dann vorgehen, damit wir so richtig den Leuten Sand in die Augen streuen können? Boah, eigentlich, ich versuche das so weit wie möglich wegzubleiben. Aber ich habe ein, zwei Sachen erwähnt vorhin. Vielleicht so Proximity Play. Vielleicht nennt man, man geht in einen der Bereiche, vielleicht in Red Lake oder auch jetzt in Neufundland, und sucht sich irgendwas, was ganz nett klingt. Vielleicht war da sogar schon mal eine Ressource drauf, weil irgendjemand 1950 mal einen Report geschrieben hat und benutzt das. Ja. Das könnte funktionieren. Dann packt man noch irgendwie Gold in den Titel. Und hat irgendwie ein schönes Corporate-Video und eine ordentliche Webseite, schon kann man da eigentlich mit loslegen. Ja? Kostenpunkt vielleicht $200,000. Mhm. Und schon kann man da Geld einsammeln gehen. Also das ist die Schwelle ist da schon sehr niedrig. Deshalb sollte man sich das wirklich ganz genau anschauen. Und es gibt genug Reports, aber niemand oder viele, die sich am Ende ärgern, weil sie in Aktien investiert haben, die sie nicht verstehen, die dann übers Ohr gehauen wurden, gerade was so durch Börsenbriefe oder sonstige Plattformen getrieben wird. Ja. Das ist vielleicht, also ich bin ein bisschen zynisch, ja, aber vielleicht ist es doch einfach eigene Schuld, die Leute haben es einfach verdient teilweise. Ne? Also, weil es gibt doch die Informationen, mit denen man sich kümmern kann. Ne? Stichwort Robin Hood Meute. Also kann man erwarten, dass die zu irgendeinem Punkt in den nächsten Monaten die Junior Mining Companies für sich entdecken und dann so richtig den Markt aufmischen? Ja und nein. Ich habe das versucht, hier in Vancouver mal runterzuladen, und es funktioniert nicht. Es funktioniert nur in den USA. Das heißt auch, der Handel ist nur in den USA beschränkt. Das heißt, an der Nasdaq gibt es aktuell nur 6 Goldfirmen, die Robinhood handelbar sind. Unter anderem eine Corvus Gold, eine Pan American Silver, die anderen 4 Namen fallen mir gar nicht ein. Ja, aber es gibt nur wenige. Dadurch ist es noch relativ überschaubar, was gerade im Junior Mining Bereich los ist. Ich glaube, es ist eher so im ETF, im größeren Produzentenbereich, und da fällt es weniger auf. Ich habe zufällig einen Kommentar unter einem meiner YouTube-Videos gesehen, ich glaube, das war zu Heckler. So, oh, das war die kostenlose Aktie, die ich von Robinhood bekommen habe. Ja, ich sag, das ist super. ich glaube nicht, dass das im Junior-Mining-Bereich ankommt, das ist so der Bereich, wo ich mich eher beschäftige, weil die Firmen einfach nicht die Marktkapitalisierung haben oder auch die Aktienkurse haben, um sich an der New York Stock Exchange oder an der Nasdaq listen zu lassen. Und der Prozess geht auch nicht von heute auf morgen. Also da ist Arbeit mit verbunden. Ja, ich habe mit einer Firma gesprochen, die haben, glaube ich, knapp 3-4 Jahre dran gearbeitet, um an der Nasdaq gelistet zu werden. Ja. Das passiert nicht von heute auf morgen. Da braucht man auch einen Aktienkurs, man braucht eine Marktbewertung. Das muss schon alles zusammenpassen. Und da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen geschützt vor. Klar, das wird Wahnsinn bedeuten für die ganzen Junior Mining Aktienkurse. Aber ich glaube, ich will das gar nicht sehen. Das tut dann einfach nur noch weh. Ja gut, finanziell wird das bestimmt nicht wehtun für dich, ne?
Nee, das nicht, aber hat ja so ein gewisses bisschen Philosophie dahinter. Ich habe vorhin kurz erwähnt, also wir geben uns ja schon Mühe bei der Aktienauswahl, wo wir mit Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir guten Rapport mit Management haben, wo wir glauben, dass es eine Chance hat, entweder übernommen zu werden oder in Produktion zu gehen. Und wenn das passiert, wenn Robinhood oder die ganzen, ich meine, diese Masse an Retailern, unwissenden Retail-Investoren in diese Branche reindrängt, dann läuft alles und da ist die ganze Arbeit für die Katz. Da habe ich dann ein Problem mit. Da brauche ich meinen Job auch nicht mehr tun, weil dann sage ich einfach, wie gesagt, werf einen Pfeil und du triffst bestimmt irgendeine Aktie, die läuft. Ja? Da kann auch der Affe die Aktie auswählen. Wie ist denn deine Einschätzung generell vom Goldmarkt für die nächsten Monate oder auch Jahre? Ich meine, die ganzen Zentralbanken fangen an zu drucken, massiv, alle im Orchester sozusagen. Was denkst du darüber? Ich bin kein Makroökonomiker, wie man so schön sagt. Ja? Ich bin extrem positiv Gold, weil wie gesagt, die Banken drucken wie blöd, die Zentralbanken. Die Makrotechnik könnte es eigentlich nie besser sein. Ja? Gerade jetzt Corona hat das Ganze nochmal verschärft. Vielleicht ist deshalb Gold jetzt auf knapp 2000 Dollar gelaufen, weil die Investoren doch gesehen haben, vielleicht Safe Haven Investment wäre vielleicht nicht die dümmste Idee. Ja? Man sieht jetzt gerade hier auch in Nordamerika, die ersten Pensionsfonds fangen an, Gold in Gold zu allokieren. Ich glaube, der Ohio Pension Fund hat gesagt, wir investieren knapp 5% oder 6 Milliarden, ich weiß gar nicht, 6 Milliarden sind es, glaube ich, könnte auch mehr sein. Einfach mal in Gold. Und 5% von 6 Milliarden ist schon eine Menge Geld. Ja, wenn man sich die Union Mining, die Bewertung mal anschaut, was eine Apple oder so im Vergleich zu einer Barrick wert ist oder im Vergleich zu dem ganzen Mining-Sektor wert ist, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Wenn wir jetzt hier eine Schwemme an Geld kriegen in dem Bereich, wird das einiges an Bewertung treiben. Gold, ich bin happy mit 1900 Dollar persönlich. Mir ist es wichtig, dass die Firmen Geld einsammeln können, dass die Produzenten Geld verdienen. Und der Run auf 2000 Dollar ging mir fast zu schnell. Weil so ein bisschen das Underlying-Gefälle, das Fundament, das ziehen wir jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen ein, wo die Investoren jetzt langsam sehen, okay, Gold macht Sinn, das ist ein gutes Investment, die Aktie ist gelaufen, wir kriegen jetzt gerade erstmal, das zweite Quartal lief jetzt gerade, das dritte Quartal bei höheren Goldpreisen. Wenn die Investoren sehen, dass eine Barrick, oder ich komme immer auf Barrick zurück, weil das einfach die bekannteste Aktie im Bereich ist, aber ordentlich Free Cashflow produzieren und ordentlich Free Cashflow-Rendite produzieren, das ist das, was wir sehen wollen. Da sehen wir, glaube ich, im vierten Quartal oder so noch viel mehr an Investoren in diesen Bereich kommen. Deshalb hat Buffett investiert. Der interessiert sich überhaupt nicht an Gold. Nee. Also der hält von Gold gar nichts, was ich gehört habe. Ich habe nur nicht die Möglichkeit gehabt, persönlich darüber zu diskutieren. Ja. Aber der investiert wegen der Rendite. Wenn Barrick 12% oder 10% Free Cashflow-Rendite produziert, das ist das, was er will. Ja, weil die Aktie wird laufen, die zahlen ihre Dividende. Das ist das, was er sehen möchte. Die Bedeutung, glaube ich, von dem ganzen Schuld ist ja auch, der hat Banken verkauft, hat in Barrick investiert und der Mann, er liebt Gold überhaupt nicht. Ne? Das heißt, wenn er da investiert, genau, dann muss ziemlich viel dafür sprechen, so wie du es gerade gesagt hast, Cashflow, und der würde ja jederzeit eine Coca-Cola vorziehen, aber macht er ja nicht. Ne? Also ich glaube, das sagt viel aus, dass er da drin ist. Genau, also die ganzen Produzenten, das ist nicht nur eine Barrick, die werden massig Free Cashflow produzieren, da kommen die ganzen großen Standardwerte überhaupt nicht mit, prozenttechnisch. Und das macht einen Unterschied. Buffett hat auch in einige an Metal Trader investiert, er hat in eine Sumitomo, in eine Mitsui, in eine Mitsubishi und noch eine vierte investiert und hat knapp 6,2 Milliarden Dollar da investiert. Also der ist extrem bullig, was Metalle angeht insgesamt. Und die Händler konzentrieren sich eher auf die Basismetalle, weil hier die größeren Mengen bewegt werden. Und das ist natürlich schon interessant. Also der glaubt, dass einfach noch mehr Geld in Infrastrukturprojekte geblasen werden. Das ist jetzt gerade für den Kupferbereich spannend. Ja. Kupfer steht jetzt mal wieder über 3 Dollar. Wir reden die ganze Zeit über Gold, aber ich glaube, Kupfer und Zink werden so die nächsten. Das ist ja auch überraschend, dass das gelaufen ist. Trotz der, ich meine, zu erwartenden wirtschaftlichen Zusammenbruch, dass Kupfer sich so gut erholt hat. Genau, und da wird noch einiges passieren, gerade weil die Banken haben ja überhaupt keine andere Wahl oder die Regierung, die müssen investieren. Wenn man mal durch die USA gereist ist, mal ein paar Flughäfen besucht hat, das sind massive Infrastrukturprobleme. Na, die Highways sind alle marode, die Brücken müssen renoviert werden. Allein, was ich an Flughäfen gesehen habe in den letzten 18, 24 Monaten in den USA, da gehört einiges an Geld reingesteckt. Ja. Und jeder Politiker, vielleicht der auch eine Wahl gewinnen will, sollte einfach mal ein großes Infrastrukturprogramm aufsetzen. Das sieht so mancher Flughafen im dritten Weltland besser aus als in den USA. Richtig, genau. Oder auch Handyempfang. Ne? Dritte Welt hat teilweise besseres Handyempfang, weil es alles neuer ist. Ja, ne? Also du... Auch in Deutschland ist das beste Beispiel dafür, weil wenn ich an der A3 und der A5 am Kreuz Frankfurt vorbeifahre, verliere ich mein Handynetz. Das kann nicht sein, das ist Deutschlands Verkehrsknotenpunkt. Und das ist immer so das beste Beispiel. Warum investieren wir in sowas nicht? Ja, du sagst es. Das heißt, du hast jenseits von Gold und Silber hast du auch die Rohstoffe, Kupfer, Eisen hast du auf dem Schirm für die nächsten Jahre.
Ich bin noch ein bisschen unterinvestiert in Kupfer. Ich bin gerade dabei, so ein paar Kupferwerte anzuschauen, um da eventuell vielleicht mal bei einem Private Placement oder so mitzumachen. Zinkwerte habe ich ein, zwei im Depot, aber sonst bin ich auch noch definitiv unterinvestiert. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Kupfer über $3 steht, Zink steht jetzt bei 1,15 das Pfund, da ist, glaube ich, einiges noch möglich. Gold ist jetzt ein bisschen gelaufen. Ich freue mich jetzt, dass wir auch in so einer Konsolidierungsphase sind und mal gucken, wo es sonst noch Möglichkeiten gibt. Spielst du auch beim Uran mit? Nee, ich bin zwar Uran, also was heißt Bull, aber ich befürworte davon Uran und Atomenergie, weil das für mich weiterhin die sauberste Energieform ist. Problem ist die Endlagerung des Produkts. Wundert mich, dass man da eigentlich noch gar keine Lösung gefunden hat, aber für mich ist es weiterhin die reinste Form von Energie oder die sauberste Form. Deshalb bin ich positiv, aber der Uranmarkt ist doch sehr undurchsichtig, weil doch einiges in Russland liegt. Man weiß nicht, was aus den Atomköpfen gewonnen werden kann. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, das Ganze. Aber wenn es mal läuft, dann wird es auch tierisch laufen, weil von den 300 Firmen, die es mal gab, sind, glaube ich, noch 15 übrig. Und die werden natürlich dann quasi explodieren, sollte mal da überhaupt ein Ansprung kommen beim Uranpreis. Ja. Ja. Hast du noch ein tolles Schlusswort, an das du denken könntest? Hast du noch irgendeinen Gedanken? Nee, also ich habe viele Punkte angesprochen, die mir wichtig sind. Ja? Management, Projekte, viele so kleine Punkte, Kapitalstruktur, auf die man achten soll. Aber Investoren sollten sich besser informieren. Gerade in einem Bullenmarkt, wo so viel Blödsinn geschrieben, gesagt, gemacht wird. Nicht alles glauben. Das ist so eher so meine Philosophie. Ich bin auch im IR-Geschäft. Ich betreibe eine PR-Agentur hier aus Vancouver raus. Aber mir tut es im Herz weh, wenn ich manche Sachen sehe, die einfach durch einfachstes Research widerlegt werden kann. Ja, und das ist so. Einfach mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Klar, Momentum, man kann mal was zocken, wenn man gerade eine Empfehlung gesehen hat. Aber das langfristig wird das nicht gut gehen. Und das hoffe ich, dass es das ein bisschen besser wird. Ich habe so ein bisschen Bildungsauftrag im Mining-Bereich. Wir organisieren Online-Konferenzen. Wir geben uns da echt Mühe, auch Transparenz zu schaffen. Und das hoffe ich, dass das durchkommt. Und dass Investoren das auch einfach zu Herzen nehmen. Bei $2,000 Gold wird es viel Blödsinn geben. Viele Lügen werden aufgetischt, die einfach unwahr sind, die sich aber sehr leicht widerlegen lassen. Einfach mal in die Bilanz reinschauen oder in Management Information Circular. Da ist schon sehr viel drin und schließt die Hälfte der Investments eigentlich aus. Ja, es würde mich freuen, wenn wir ein paar neue Anleger in dem Bereich gefunden hätten und sie überzeugt hätten, dass man hier sich mal umschauen kann und ein bisschen diversifizieren kann, weil schadet ja nicht, ein paar Rohstoffwerte zu haben im Depot und die wenigsten Deutschen haben welche. Richtig. Gerade die Developer oder Produzenten bieten noch einiges an Upside. Also wir sind definitiv nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was die Bewertung angeht. Und da lässt sich doch noch einiges tun. Ja, dann arbeiten wir mal daran in den nächsten Monaten auch noch. Und ich glaube, der Goldpreis wird da bestimmt auch ein bisschen helfen. Ich glaube auch. Also ich glaube auch nicht, dass wir groß fallen mehr. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wo die technischen Unterstützungsmarken sind. Das ist mir relativ egal. Solange wir in dem Bereich wie aktuell sind, geht es den Firmen gut. Die können Geld aktuell aufnehmen. Es wird Geld eingesammelt. Dadurch können die Newsflow produzieren und wir als Investoren können einfach profitieren von. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und die Zuschauer auch. Das war sehr informativ. Danke dir, Dominik.